Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf TikTok, Facebook, LinkedIn, je nachdem, wo du mir halt folgst oder mich siehst, zum Thema Tool-Auswahl, ne? Also Systemauswahl für CRM, Marketing, Automation, meinetwegen auch Buchhaltertools, generell, wenn du einfach ein Startup bist oder dich selbstständig machen willst und so weiter. Und dass du dir da eben nicht so viele Gedanken und nicht so viel Kopfzerbrechen machen solltest, ja, relativ letztendlich in einem gewissen ratifizierten Timeframe einfach deine Entscheidung fällen und dann einfach sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Das gilt halt letztendlich für Solopreneure, Einzelunternehmer und Freelancer oder die sich halt quasi im Startup-Modus befinden. Etwas anders ist es natürlich bei etablierten Unternehmen. Ich kenne natürlich auch sehr gute Kontakte, die sich darauf spezialisiert haben, CRM-Tools einzuführen, CRM-Systeme in Kombination mit Marketing-Automation, mit Service-Cloud, mit Backend, ERP-System etc. etc. Das ist so meine Welt. Ja, da kommen meine Kunden, die meisten meiner Kunden her. Und die sich darauf spezialisiert haben, etablierten Unternehmen, also Unternehmen, die bereits mehrere hundert Mitarbeiter, mehrere tausend Mitarbeiter, teilweise mehrere zehntausend Mitarbeiter, ja, mehrere zehn, hundert Millionen von Euro im Monat, im Jahr machen Umsatz oder vielleicht sogar Milliardenhöhe im Umsatz und die haben noch kein CRM und noch keine Marketing Automation etc. etc. B2B-Unternehmen und so weiter. Und da ist es natürlich eine völlig andere Story, ne? Also da ist es in der Regel so, dass man zunächst erstmal einen Sales Cycle hat, also quasi einen Zyklus von in der Regel 9 bis 12 Monate, bis man sich vom Tag X, wo man sich entscheidet, man will sowas einführen, und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, bis man es dann letztendlich beginnt einzuführen, vergehen teilweise 7, 9, manchmal 12 Monate, manchmal sogar noch länger. Ne? Also wir in Deutschland haben ja aktuell die Prokrastinationswelle seit 2 Jahren, ihr wisst alle warum. Und das wird sich jetzt hoffentlich wieder bessern oder es ist schon dabei, sich stark zu bessern. Und dann kommt noch ein folgender Fakt hinzu, ein folgender Faktor. Wenn man dann letztendlich vom ersten Tag, wo man sich entschlossen hat, sowas einzuführen im großen Stil, ne, also wenn man ein globales Unternehmen ist oder auch kleineres Unternehmen, egal. Das gilt in jedem Fall. Und man hat es dann sozusagen eingeführt, dass dann von dem Tag an letztendlich nicht von heute auf morgen sozusagen die Amortisierung stattfindet, sondern auch da, ja, manche auch, sag mal, ich kenne zum Beispiel jemanden, der sich auf Salesforce CRM spezialisiert hat und da haben die Kunden zum Beispiel, seine Kunden, dieses CRM dann nutzen, die Vorstellung, dass sich sozusagen die Investition, dieses Tool einzuführen, ja, nach 3, 4 Wochen sich schon wieder Return Invest, ja, dann verursacht sozusagen, ja. Und es ist in der Regel, dauert es nochmal 6 Monate und so ab dem 6. Monat ist es in der Regel so, dass man dann wirklich spürbar merkt, wie dann sozusagen der Return Invest wieder in die Kassen reingespült wird, wenn man sich eben dann so ein CRM-System oder in Kombination mit Service Hub und oder Marketing Automation, manchmal sind sogar noch mehr Systeme dann mit betroffen, ERP, da wo die ganzen Warenwirtschafts kommen und so weiter, je nachdem, ob es ein produzierendes Gewerbe ist oder. Ja, das Ganze ist ja eine zähe, langwierige Geschichte, aber letztendlich, wir sprechen hier von großem Unternehmertum in dem Fall, also nicht mehr Startup-Szene, ja, und das ist nun mal eine ganz andere Welt, eine ganz anderes Universum und da tickt die Uhr halt letztendlich ein bisschen anders, ja, und die meisten sind sich dessen auch bewusst, einige jedoch hoffen sich natürlich dann, wenn sie heute das CRM eingeführt haben oder das Marketing Automation Tool, morgen den dicken Return on Invest und den Zahn muss man halt letztendlich, wenn man ein seriöser Anbieter ist oder Dienstleister oder Experte oder Softwareentwickler, dann muss man den Zahn halt seinem Kunden ja frühestmöglich ziehen, dass hier dann keine falschen Erwartungshaltungen aufgebaut werden über einen gewissen Zeitraum und dann irgendwann das böse Erwachen kommt und dann ist der Kunde unzufrieden, dann wird er dich nicht weiterempfehlen dann gibt es so eine Art Negativspirale und das wollen wir nicht. Wir wollen die positive Spirale, sodass du Kunden generierst und gewinnst, die lange, lange deine Kunden bleiben, die zufrieden sind, sodass sich dein Customer Lifetime Value, also dein langfristiger Kundenwert, möglichst
nach oben hin, also Richtung Norden geht, ja, und das wiederum dir finanzielle Freiräume verschafft, um wiederum dein Business wachsen zu lassen und Leute einzustellen und so weiter. Und natürlich zufriedene Kunden sind das beste und das günstigste Marketing, welches man sich wünschen kann als Unternehmer. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir persönlich ins Gespräch zu kommen, über einen Zoom-Call, wenn du zum Beispiel Fragen hast zum Thema Neukundengewinnung, Wachstum, Skalieren, du bist zufälligerweise auch noch aus der IT-Branche und zufälligerweise auch noch hast was mit Softwareentwicklung zu tun, dann melde dich einfach auf thomasklein.consulting, dann findest du dann einen Link, kannst dir ein kostenfreies Analysegespräch buchen, dann sehen wir uns auf der anderen Seite, mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, dein Thomas Klein, ansonsten schau dich gerne auf meinem Kanal um oder wo auch immer du gerade dieses Video siehst, abonniere, follow me, ja, gib mir einen Daumen hoch, ein Herz oder wo auch immer du gerade das Video siehst. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao.